Oder komplett ausgebrannt. Ich sage, es ist ganz verbrannt. Mischi Wettstadt. Ja, genau. Morgen mit der Hand. Morgen mit der Hand. Ja, guten Morgen miteinander, herzlich willkommen zu der Pressekonferenz vom FC Zürich, wo wir den neuen Sportchef präsentieren. Vielleicht kurz zum Ablauf vom heutigen Morgen. Einzelinterviews machen wir nach der Pressekonferenz mit den beiden Rechteinhabern Blue und SRF. Alle anderen bitten wir, die Quotes von der Pressekonferenz aufzunehmen. Gut, damit darf ich das Wort unserem Präsidenten Mancillo Canepa übergeben. Okay, danke schön. Also auch in meinem Namen herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. Ich begrüße unseren neuen Sportchef, den Miloš Malenović. Wir haben nicht wollen, aus irgendwelchen Gründen Geheimnis daraus machen, aber es hat zwei Gründe, wieso dass wir das so lange wie möglich haben wollen, vertraulich behandeln ist. A. Miloš hat natürlich immer noch eine Transferperiode gehabt, die er musste betreuen musste. Er hat einige Spieler gehabt, die entsprechend auch Transfer realisiert hat. Und der zweite Grund war auch, es war für ihn auch wichtig, dass er seine Spieler und auch die Mitarbeiter, die er hat, dass er die auch persönlich informieren über den Schritt. Also das war der Grund, wieso wir das mehr oder weniger haben vertraulich wollen behandeln. Etwas kann ich sagen, der Miloš Malenović war von Beginn weg unser Wunschkandidat gewesen. Helion und ich, wir kennen ihn schon seit vielen, vielen Jahren. Seine Fußball betreffende Kompetenz, seine sehr effiziente Arbeitsweise und vor allem auch sein unternehmerisches Talent haben uns stets beeindruckt. Und auch bei den Transfer, die wir mit ihm in früheren Zeiten abgewickelt haben, haben wir ihn immer als sehr fairen und integren Partner kennengelernt. Notabene, der Miloš hat seine Fußballkarriere als Spieler beim FC Zürich angefangen, in der FCZ Academy, und ist mehrfacher Schweizer Nachwuchsnationalspieler gewesen, also U21 bis U15. Er ist dann Profifußballer geworden, hat in der Schweiz bei GC, Wohlen, St. Gallen und Xamax gespielt und ist dann für 3 Jahre nach Holland gegangen. Dann leider, mit 26, hat er eine schwere Verletzung, deine Profifußballerkarriere beendet. Du bist nachher nicht zurückgekommen und hast deine Laufbahn als Spielerberater angefangen im Profifußballbereich. Er hat eine eigene Beratungsfirma gegründet, die Soccer Mondial, mit der er sehr viele namhafte Spieler betreut hat. Eins ist auch klar, einfach damit das auch offiziell bekannt gegeben worden ist, mit Aufnahme von seiner Tätigkeit beim FC Zürich wird Miloš sämtliche Aktivitäten für Dritte einstellen und nur noch exklusiv für den FC Zürich tätig sein. Der Vorteil, den er hat, im Rahmen vom Beratungsmandat, das wir ihm erteilt haben, damals im Sommer, hat er bereits die Möglichkeit gehabt, einen ersten Einblick also in den Ablauf, Prozess, Themen vom FC Zürich bekommen. Zukunftsorientiert, wir wollen mit dem Miloš Malenović sportlich wie auch wirtschaftlich den nächsten Schritt einleiten. Im sportlichen Bereich wollen wir vor allem die Ausbildung, die Weiterentwicklung und die Integration von Nachwuchsspielern in die erste Mannschaft intensivieren. Und im wirtschaftlichen Bereich erhoffen wir uns natürlich dank seinem Know-how und seinem internationalen Netzwerk eine Optimierung im Transferbereich. Abschließend noch im Zusammenhang mit der Verpflichtung von Miloš noch ein Wort in eigener Sache. Ich bin in den letzten paar Monaten spekulativ von einigen Journalisten immer angefragt worden, vor allem im Rahmen von dem Beratungsmandat, ja, ist dann der Miloš der
der Investor, den der FC Zürich übernehmen will. Und ich kann einfach wiederholen, was wir schon seit einiger Zeit sagen. Der Verkauf vom FC Zürich steht nicht zur Diskussion. Punkt. Es ist richtig, dass wir in den letzten paar Jahren, vor allem jetzt auch in den letzten paar Monaten, zahlreiche Anfragen oder auch konkrete Angebote bekommen haben. Aber solange Helian und ich das Gefühl haben, etwas bewirken zu können, und vor allem, solange wir noch fit und gesund bleiben, bleiben wir in der Verantwortung. Also die Verpflichtung von Milos hat wirklich nichts mit einem allfälligen Verkauf vom FC Zürich zu tun. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir den Milos als Sportchef haben wollen. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass der Milos als Sportchef hat wollen zum FC Zürich kommen. Also, das einfach noch als kurze Einführung, kurze Einleitung übergeben. Das Wort wieder Michi, bitte. Milos, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du bist ein sehr, sehr erfolgreicher Berater gewesen. Was motiviert dich jetzt, das Amt als Sportchef im FCZ zu übernehmen? Zuerst mal grüezi miteinander. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist eine Ehre für mich, hier Platz zu nehmen. Ich bin eine Familie, also ein Ehepaar. Ganepa bin ich sehr, sehr dankbar auch für diese Chance. Wir kennen uns jetzt schon über 10 Jahre. Und es ist sehr viel Vertrauen rum. Ich glaube, das ist auch der Grund, dass ich mich für so einen grossen Schritt auch entschieden habe. Weil sie da auch den Club führen und leiten, weil da viel Vertrauen rum ist, weil man sich auch gut kennt. Zum Zurückkommen auf deine Frage, Michi. Ich bin sicher sehr, sehr motiviert, so einen Schritt zu machen. Weil als Berater, Vermittler, Betreuer, Agent habe ich jetzt über 10 Jahre Erfahrungen sammeln. Ich denke, ich habe dort viele spannende Sachen erlebt, mit vielen spannenden Spielern, Trainern, Sportchefs, Präsidenten können zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, sage ich mal, das ist ein harter Knochenjob. Es war schon immer auch mein Wunsch und Traum, mal in einen Club zu gehen und können Verantwortung übernehmen, Verantwortung tragen für den sportlichen Erfolg, aber auch können Sachen entwickeln, gemeinsam in einem Team. Können Erfolg haben, können Nachwuchsspieler integrieren, die auch weiterentwickeln. Was sicher ein Punkt ist, die Emotionen auch wieder spüren, die ich als Fußballer hatte. Der Adrenalinschub am Wochenende zum Gewinnen oder auch verlieren. Hoffentlich mehr gewinnen. Das geht etwas verloren als Spielerberater. Muss ich zugeben, das habe ich sicher schwer vermisst. Und ich freue mich sehr. Es ist eine neue Herausforderung, die will ich anpacken und ich freue mich sehr darauf. Du bist jetzt schon in den letzten 3 Monaten als externer Berater auf Mandatsbasis engagiert gewesen beim FCZ. Wie gross war dein Einfluss gewesen in dieser Zeit? Grundsätzlich war es wichtig gewesen, dass ich zuerst einmal einen Einblick bekomme durch die Analyse. Wir hatten einen sehr engen Austausch gehabt. Wir haben einen sehr transparenten Austausch gehabt, das war mir sehr wichtig. Ich konnte ein Gefühl bekommen für die Situation. Ich glaube, was sehr wichtig war diesen Sommer, ist, dass man Ruhe bewahrt mit dem plötzlichen Wechsel vom ehemaligen Sportchef und Leiterentwickler. Dass man dort Ruhe bewahrt und nicht umwildert auf dem Transfermarkt. Da hat man sich intern darauf geeinigt, dass man ganz gezielt Transfers macht und gezielte Abgänge hat. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Die Mannschaft ist relativ gut zusammengeblieben. Die Spieler, die man hat wollen heben und hat wollen behalten, die hat man können behalten, auch wenn doch sehr viele Offerten da sind und Angebote für gewisse Spieler. Ich kann auch sehen, dass Sachen können intern bleiben. Das ist nicht jedem Verein üblich. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und muss sagen, das ist die Analyse schlussendlich auch. Wo ich daraus herausziehe, dass der Schritt der richtige ist für mich und in diesem Verein. Und wie sehen deine Ziele aus jetzt als Sportchef vom FCZ? Vielleicht zuerst einmal kurzfristig? Ja, ich denke, kurzfristig kann ich sicher sofort umgehend meine Erfahrung reinbringen. Wir können kurzfristig auch gewisse Transferprozesse dann auch optimieren.
Man kann jegliche Prozesse analysieren und gemeinsam optimieren. Ich glaube, das ist sicher das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ich jetzt die Leute so schnell wie möglich kennenlernen kann, dass ich die Gespräche führe, dass ich viele Gespräche führen kann, eins zu eins oder einem Team dann. Das ist mir sehr wichtig, dass ich das Gefühl bekomme für die Menschen, die hier arbeiten. Weil ich glaube, am Schluss darf man nicht vergessen, es geht um die Menschen, die da sind, die für diesen Verein arbeiten. Und diese Balance, glaube ich, ist die wichtigste, um auch erfolgreich zu arbeiten. Okay, danke vielmals, Milos. Dann würden wir die Fragerunde eröffnen. Thomas Schieferle. Gilles, die drei Monate von Milos bei euch, das war eine verkappte Todeszeit, oder? Ich habe schon erwartet, dass Thomas Schieferle wieder irgendwelche böse Fragen stellen tut. Nein, das war keine verkappte Probezeit, wirklich. Wir haben ja schon damals, vor 6 Jahren, als wir abgestiegen sind, haben wir auch eine Analyse machen lassen. Und jetzt ist genau wieder für uns ein Zeitpunkt mit dem Wechsel vom Juri und vom Heinz Moser, dass wir jemanden wollen holen, der wirklich Know-how hat, Erfahrung hat, um mal bei uns in den Laden reinzuschauen. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Matthias Zubach? Ist vielleicht auf der anderen Seite wie ein Schnupperlehrer von dich, Milos, dass du, wenn du jetzt festgestellt hättest, in den 3 Monaten, nein, das passt mir nicht, dann hättest du es jetzt nicht gemacht. Für dich eine super Gelegenheit, um noch einen Einblick zu bekommen. Ja, ein bisschen beides. In erster Instanz habe ich ja schon Erfahrungen mit so einem Mandat, im Verein hineinzuschauen, Sachen zu optimieren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, hat es mir auf Anhieb eigentlich auch gefallen. Die Gespräche waren sehr angenehm, mit vielen Leuten dürfen reden, durch das Mandat, auch, das ich bekommen habe, und so auch Einblick zu bekommen. Und ja, dann kommt mir sehr schnell mal ein deutliches Bild über. Michi Wittstein. Was mich wundernimmt, was der Cilo vorne gesagt hat, also keine Tätigkeiten mehr als Spielervermittler. Jetzt sieht man, wenn man ein bisschen schauen, Soccer Mondial, bist du noch aufgeführt, bei der anderen Firma bist du auch noch aufgeführt, als quasi, dass du mitmachst. Wie muss man das jetzt verstehen? Einfach, dass es gerade mal aus der Welt kann schaffen. Absolut, danke für die Frage. Sehr wichtig für mich. So wie man mich eigentlich kennt in meinem Job, vorher als Spielervermittler und Berater, so wird man mich auch hier so kennenlernen, professionell, transparent. Und das ist jetzt einfach ein Prozess in den nächsten Tagen, dass alles optimiert wird. Wir haben das dort dann abgegeben, wir haben das vertraglich auch so festgelegt, dass alle operativen Geschäfte per sofort dann eingestellt werden. Ja, es ist ein grosser Entscheid für mich natürlich. Man lässt etwas liegen, wo man aufgebaut hat, von null auf. Aber ich freue mich sehr, jetzt heute da zu sein und die Aufgabe anzunehmen. Aber es ist ganz klar und sehr wichtig auch für die Spieler, für das ganze Team, für die Mitarbeiter, die jetzt auch eine neue Herausforderung werden haben. Und wir haben das natürlich auch intern viel diskutiert und sie haben den Mut, den Schritt zu machen. Da bin ich froh für sie. Aber ich muss mich jetzt hier auf diesen Job fokussieren und für das brauche ich einen freien Kopf. Und eben in den nächsten Tagen wird das alles im HR und auf der Transfermarktseite wird das alles dann so erledigt, wie es muss sein. Dann muss ich fragen, hast du als Spielervermittler so viel Kohle gemacht, dass du jetzt auch beim FCZ kannst als Sportchef arbeiten kannst? Ja, das ist, wie soll ich sagen, es ist sicher gut, dass man als Vermittler gute Geschäfte machen konnte, dass man irgendwo ein Posteli hat, das Posteli. Ich glaube, das ist ein Vorteil in diesem Job, aber das ist nicht der Entscheid. Das ist nicht der Grund für den Entscheid, sondern wirklich auch die Herausforderung. Ich glaube, finanziell müssen wir uns nicht ein Märchen erzählen. Das ist natürlich finanziell eine andere Geschichte für mich heute. Aber die Herausforderung, die Motivation, die ich da mitbringe, der Wunsch und der Traum, der jetzt auch in Erfüllung geht mit diesem Schritt, ich glaube, das war maßgeblich entscheidend. Es ist mir einfach gerade aufgefallen, dass du demütig da noch bist, weil ich ja weiss, dass du nur eine teure Rolex hast und nicht mit der heute erschienen bist. Ja, gut, da verstecke ich dich lieber, das Tier. Dann ist es mir nicht versteckt. Viele Fragen, Thomas Schieferle. Eine Frage an beide. Wenn es jetzt keine Probezeit war und kein Schnupperlehr, von wann weg war es klar für beide Parteien, dass es machen wollen? Also, dass du Sportchef bist und dass du ihn als Sportchef willst. Du, das war so ein iterativer Prozess. Was für ein Prozess? Iterativ, weißt du, also gegenseitig. Kommt aus der Mathematik, sorry.
Und das ist irgendwo im Sommer, wo man gesagt hat, das würde, glaub, für beide Sinn machen, oder? Und dann so ist das nachher zustande gekommen. Und der Vertrag ist dann eben am 2. auf den 1. Oktober, eben Sonntag, also auf heute ist der offizielle Arbeitsbeginn. Ja. Ich muss dich trotzdem noch mal fragen, du sagst, der Verkauf ist überhaupt gar kein Thema. Trotzdem werdet ihr ja auch nicht jünger. Könnte es denn sein, dass vielleicht der Milos den FC Zürich irgendwann mal in eine neue Generation führen kann? Also sieht man uns das an, dass wir irgendwann nicht jünger werden? Okay. Nein. Das, Michi, auch du bist ein Kandidat. Wenn du unsere finanziellen Rahmenbedingungen kannst erfüllen kannst, wenn ich das Gefühl habe, der ist integer, der kommt raus, dann bist du auch ein möglicher Käufer. Aber wie ich noch mal sage, das ist im Moment wirklich kein Thema. Ich hätte noch keine Frage anstellen, Milos. Wenn es für dich klar war, dass du es machen willst, wenn du jetzt die 3 Monate nimmst, wo du da hast, nach einem Monat, nach 6 Wochen, mal ganz konkret mal eine Antwort. Ganz ehrlich, schon von der ersten Sekunde an eigentlich ist das Gefühl da gewesen, das ist das, was ich eigentlich möchte. Natürlich war es nachher ein rollender Prozess gewesen, um die Gespräche zu führen, zum intern bei mir auch, familiär. Also das ist natürlich, dann hat schon seine Zeit gebraucht. Weil es ist ein enormer Apparat, wo wir jetzt da, wo ich aufgebaut habe als Agent. Und so einfach ist das dann nicht gewesen, um einfach zu sagen, von heute auf morgen wird jetzt das gemacht. Das ist klar. Aber rein jetzt vom Gefühl her, wo der Cello mir angerufen hat, muss ich sagen, irgendwas hat es Klick gemacht und das Bauchgefühl ist da gewesen. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass das Bauchgefühl da ist. Muss ich nur nachfragen, weil es wahrscheinlich einfach interessiert, wie hast du deine Nachfolgeregelung am anderen Ort als Spielervermittler können regeln? Machen dort den Vero oder den Bollendorf oder wie sieht es aus? Ganz einfach, wir haben dort eine Kooperation ja gestartet, auch kürzlich, die eigentlich auch schon länger in sich war. Wir haben mit anderen Agenten jetzt eine Firma gegen aussen, wo die Leute kooperieren. Der Paul Bollendorf und der Vero werden sicherlich weitermachen, so wie auch alle Scouts und andere Agenten, die dort dabei waren. Die wollen alle weitermachen. Ich habe natürlich die Frage auch gestellt, wie sieht es denn aus? Es ist dann auch nicht so einfach, dass einfach die Mitarbeiter irgendwo auf der Straße lassen. Aber die sind sehr motiviert und zuversichtlich, dass sie auch einen guten Job machen können. Und ich freue mich für sie, dass sie jetzt auch die Chance bekommen. Matthias? Du bist eigentlich jetzt als Berater auf der, sagen wir, der grossen europäischen Bühne oft unterwegs gewesen. Wird es nicht ein brutaler Wechsel in kleinen Schweizer Fußball? Ja, sagen wir es so, ich würde mich sicher wieder ein bisschen daran gewöhnen. Ich muss sagen, ich habe die Match genossen im Ausland, in der besten Liga. Ich bin extrem viel unterwegs gewesen. Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht mehr unterwegs bin. Ich glaube, das wird müssen bleiben. Man darf die Referenz eben nicht verlieren. Wie es dann wirklich abläuft und abgeht im Ausland, in den besten Vereinen, in den besten Akademien. Ich glaube, dort wollte ich auch Leute motivieren, da beim FCZ können reisen, mal auch gewisse Tage können im Ausland verbringen. Weil wenn man die Referenz hat, dann weiß man, okay, man kommt zurück, wo kann man wieder weiter aufbauen oder etwas ausbauen, weiterentwickeln. Wenn du da bleibst, dann wird der Stadt zum Dorf und dann siehst du aber nachher auch nicht mehr viel mehr. Anni. Doch noch Frage, du bist ja früher so viel im Flugzeug wie andere Leute im Tram. Ist das eine grosse Umstellung? Ja, es war ein bisschen mein Ort, wo ich auch schlafen konnte oder meine Bücher hören. Nein, ich würde mich sicher auch daran gewöhnen, dass mein Wochenablauf dann ein bisschen anders aussieht. Aber ich freue mich auch darauf. Und da muss ich natürlich fragen, sportlich läuft es ja sensationell, wenn ich das so ausdrücke. Ja, was kannst du denn optimieren momentan? Ja, da gibt es einen Haufen in so einem grossen Apparat wie der FCZ. Also, das Resultat ist ja nicht die Analyse. Das ist eine Momentaufnahme. Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Strategie, die wir gefahren sind, dass man Ruhe bewahrt, dass man Kader zusammenhaltet, dass das funktioniert. Absolut. Man hat jetzt einen sehr positiven Lauf. Nicht vergessen, es ist knapp ein Viertel gespielt jetzt. Also da gibt es
noch viele Matches, die auf uns zukommen. Da muss man sehr konzentriert weiterarbeiten, professionell und den Schwung mitnehmen. Florian Ratz. Ich bin manchmal ein bisschen schwer von dir. Also 3 Monate ist eigentlich analysiert worden, aber Sie sagen gleichzeitig, ich bin froh, dass unsere Strategie durchgesetzt worden ist. Das sieht für mich ein bisschen nach mehr als Analysen aus. Also haben Sie eigentlich schon mitgeschwätzt oder nicht? Ja, jetzt darf ich natürlich sagen, mir, oder wollte ich sagen, mir. Es ist ja so, dass ich natürlich einen engen Austausch hatte mit den Leuten im Club. Viele Fragen sind gestellt worden. Wenn meine Meinung immer, wo es meine Meinung gebraucht hat, die habe ich dann immer auch abgegeben. Und so hat das dann auch ein bisschen funktioniert. Es sind dann schon immer interessante Themen, die auf dem Transfermarkt passieren, wo es dann mein Know-how brauchen. Und das habe ich dann auch gerne abgegeben. Schlussendlich habe ich das auch unterschrieben gehabt, das Mandat. Und da habe ich mich auch verpflichtet gefühlt, das auch wirklich transparent mitzugeben. Aber wäre es überhaupt noch denkbar gewesen, nach so einem Mandat, nach diesen 5 Monaten, dass du wieder retour gehst als Spielervermittler, wo du doch einen gewissen Einblick bekommen hast in einen Verein, den viele andere nicht haben, also ein Wissen bekommen hast, wie es funktioniert und läuft. Wär's denkbar gewesen, trotz allem auch für beide, auch für dich, Cillo, dass du dann einfach wieder retour gehst und sagst, ja, es war jetzt mal schön da aussen, mehrere Schüler, aber ja. Ich möchte das schon klarstellen. Also, es ist nicht das erste Mal, dass ich so ein Mandat habe. Es wäre absolut kein Problem gewesen, nachher weiterzumachen, weil ich keinen Kontakt mit den Spielern hatte. Es ist klar abgegrenzt worden. Ich habe Kontakt vielleicht zum Trainer, dann mit dem Cillo, mit den Heliane, mit wenigen Leuten, aber sicher mit den wichtigen Leuten im Verein, wo Entscheidungsträger sind. Dort hatte ich einen engen Austausch gehabt. Und es wäre absolut kein Problem gewesen, um den Schritt zu machen, weil ich bin ja nicht aus meinem Agenten-Business raus und bin da rein, sondern ich konnte das parallel führen und machen. Ich habe sehr viele Transfers zu erledigen gehabt, diesen Sommer. Die einen haben das ja vielleicht mitbekommen. Ich glaube, dort hatte ich auch genug Stress gehabt und ich war nie draußen aus meinem Agenten-Business. Wenn du sagst, du hättest schon mal einige Mandate gehabt, wo dann? Ja, ich glaube, das ist ja dann auch immer eine vertrauliche Sache, aber auch unter anderem sehr grosse europäische Vereine. Also Ajax, ich sage jetzt nicht, vertraglich ist es so festgelegt, dass man da Erfahrungen. Dass ich Erfahrungen sammeln bei anderen Vereinen. Es ist auch immer unterschiedlich, was für ein Mandat. Es gibt manchmal Mandate, in dem Sinne, man unterstützt einfach mit Kontakt aus einem Netzwerk. Oder man macht das Mandat wirklich per se nur auf Transfers. Ja, da gibt es verschiedene Varianten, wie man so ein Mandat auch gestalten kann. Da muss man nachfragen, bist du nicht mal Sportchef mit Bibian irgendwie, mit Hefferlin zusammen, so eine Geschichte? Nein, Sportchef bin ich ja bis heute nie gewesen. Also offiziell nicht? Nein, ich habe dort eigentlich auch am FC Biel, am RHF, eine kurze Zeit dort geholfen gehabt, mit Transfers und auch zum Teil auch mit dem Patrick Rahmen zusammenarbeiten. Auch dort hat es Moment gegeben, wo man ihn hat entlassen wollte, sehr früh. Ich glaube, dort haben sie dann auch mich gefragt, was ich denke. Und ich habe dort auch wieder auf Vertrauen angepocht und gesagt, okay, ich glaube, es ist nicht der Moment. Ich glaube, man muss Vertrauen geben, Zeit geben. Und das ist halt immer ein Thema bei uns im Fußball. Es muss alles schnell gehen. Es ist für die Journalisten auch interessant, wenn es schnelle Wechsel gibt. Trainerpositionen wackeln nach 2-3 Niederlagen. Das finde ich manchmal schade. Das sind alles Prozesse, die man muss durchmachen muss. Also, von dem her, nein, zurück zu dem, was dann nachher passiert ist, das ist sicher schade für den Club. Aber dort konnte ich natürlich nicht keinen Einfluss nehmen auf das. Im Gegenteil, sie haben Transfereinnahmen gemacht. Ich glaube, durch meine Hilfe. Gilles, du hast es vorhin selber angedeutet, du hast mal auf den Sportchef verzichtet. Was habe ich verzichtet? Auf den Sportchef verzichtet, hast du Glück, hast du es nicht mehr nötig, oder? Wann ist das? Marco Bernli, du hast das völlig falsch in Erinnerung. Das war auch so eine mediale Behauptung. Fakt war, dass damals der Massimo Rizzo die Funktion übernommen hat. Natürlich im Austausch mit uns, oder? Aber dass ich gesagt habe, wir würden keinen Sportchef,
Also, so viel geistige und nachtig musst du mir jetzt nicht irgendwie unterstellen. Nein, nein. Dann muss ich sie mir selber. Ja, das ist vielleicht der beste Weg zur Besserung, ja. Wenn du sagst, es sei dein Wunschkandidat, ist er auch der Einzige. Also, ich kann wirklich sagen, Helian und ich, nachdem der Juri uns definitiv mitgeteilt hat, dass er nach Augsburg geht, das war auch so ein bisschen ein Prozess, der ein paar Wochen gegangen ist. Dann haben wir innerhalb von 5 Minuten haben wir uns gegenseitig angeschaut und gesagt, wer kommt für unsere Frage. Und dann Milos, das ist unser Wunschkandidat. Ich habe natürlich gewusst, das ist eine ungewöhnliche Idee gewesen. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, ob er da allenfalls interessiert könnte sein. Aber wir sind 100% davon überzeugt gewesen. Wie gesagt, wir kennen ihn schon seit ein paar Jahren. Und neben dem ganzen Fußballwissen ist einfach auch beeindruckend, wie er unternehmerisch sich da in diesem schwierigen Markt können durchsetzen. Und ich wollte jetzt auch nicht eine falsche Bescheidenheit machen wegen dir, aber er ist sicher der erfolgreichste Berater und Agent in der Schweiz in den letzten 10 Jahren. Wie sieht eigentlich der Vertrag aus? Ist der auf 3 Jahre abgeschlossen oder ist er unbegrenzt, also unbefristet? Wir haben einen Vertrag, ich weiß nicht ob im Detail, der ist zeitlich, ja, aber Haufen Jahre. Wir haben lange Zeit, um einiges zu erreichen miteinander. Also eben zumindest solange ihr zwei noch im Amt sind. Ja gut, selbst wenn wir nicht mehr im Amt sind, aber selbst... Ruhe da hinten. Ja oder nein, nochmal. Es hat ja nichts mit uns zu tun, sondern... Wenn du jemanden hast mit so viel Kompetenz und so viel das Profil erfüllt von Sportschiff, wer immer das ist, dann wäre ja blöd, oder? Wenn er da personelle Änderungen vornimmt. Aber nur, es ist wirklich ein Thema, das uns 0,0 beschäftigt. Also ich habe das Gefühl, eigentlich hast du uns ja schon beim Jure im Abschied ganz klar erklärt, wo wir da mit dir zusammengesessen sind, auch wo du das erzählt hast, mit jeder kann seinen Hut anlegen. Dort ist eigentlich für mich klar, dass es ja, das kann durchaus sein, dass wir zwei eben relativ schnell sind. Den wollen wir, ja. Matthias? Chilla, du erwartest ziemlich konkret eine wirtschaftliche Power, sagen wir mal. Also das heisst, der Milos muss viele Spieler verkaufen, damit Geld in die Kasse kommt. Also auch da, das habe ich immer gesagt, und so leben wir wirklich, es geht um sportlichen Erfolg, es geht um sportliche Ziele. Und wenn du sportliche Ziele erreichen willst, dann brauchst du Spieler. Spieler, die Qualität haben. Und wir können, habe ich auch schon gesagt, den Messi nicht kaufen, aber wir können vielleicht einen zum Messi ausbilden. Also dementsprechend ist das für uns einfach überlebensnotwendig, dass wir im Nachwuchsbereich, Academy-Bereich, dass wir dort einfach Zahlen zulegen, dass wir nicht nur professioneller werden. Und logischerweise, wenn du Erfolg hast, dann hat das auch wirtschaftliche Konsequenzen. Und logisch, das ist eben das Interessante bei Milos. Er hat jetzt, weiss Gott, Erfahrung, wie man Transfer kann realisieren kann. Er hat uns im Sommer auch schon geholfen, bei einem Transfer zu machen. Also von dort her ist er sicher auch ein Grund, dass er einfach das Profil, so wie wir uns das definiert, einfach perfekt erfüllt. Ja, er hat schon aufgeschreckt. Ja, guten Morgen. Das ist für mich auch ein schwer vom Griff. Sie haben gesagt, Ihre ehemaligen Partner von Soccer Mondial, der hat jetzt einen neuen Namen auf, eine neue Konstellation, Big Ben Sports International. Mhm. Sind Sie dort noch irgendwo von mit ein? Nein, null, ja. Florian? Es gibt ja in der Schweiz noch andere Clubs, wo ehemalige Spielerberater bei Transfers Hand anlegen. Und dort gibt es eine relativ hohe Durchlaufzahl. Ist das auch eine gute Idee, dass man da bei der FCZ im Sommer sehr gemächlich unterwegs war? Oder? Die Tabellensituation gibt einem jetzt recht. Würde man da vielleicht ein bisschen mehr Umsatz, kann ja mehr Gewinn bringen? Oder was ist dort die Idee dahinter? Ich glaube, dass ich da wirklich die letzten Jahre mich auf das Thema recht fokussiert habe, mit sehr namhaften, grossen Sportchefen, habe den Austausch suchen und führen. Ich glaube, dort ist immer wichtig, dass man die Situation analysiert. Und wir sind jetzt in diesem Prozess. Wir haben noch vieles vor uns.
Und es werden nicht Transfers gemacht und Transfers machen, sondern die müssen gut analysiert werden. Und wenn es Sinn macht, dann macht man Transfers und sonst nicht. Also eben beide Richtungen, oder? Das ist dort, wo wir einfach einen Zahn zulegen wollen. Das heisst, wir haben klare Vorstellungen, wie so ein Kader muss zusammengestellt sein. Vom Alter her, von der Altersstruktur her, von der Qualitätsstruktur. Und dort machen wir die Transfer, damit wir das Profil dann erfüllen. Und das andere ist, wenn wir Spieler verkaufen können, selbstverständlich, wenn wir das einfach optimieren, oder? Weil das kann man clever machen oder weniger clever machen. Ich habe natürlich noch eine Frage, weil es sportlich so gut läuft und man vielleicht dann auch in der Winterpause noch vorne dabei ist. Könnte es sein, dass man vielleicht dann noch auf dem Transfermarkt aktiv wird, zum Beispiel, dass man dann vielleicht auch wirklich hinter dem Meistertitel mitspielen? Da kann ich jetzt im Moment nichts dazu sagen. Ich weiss, dass medial und überall immer ein Stürmer gefordert wird und blöderweise haben wir jetzt den meisten Goal gemacht in der Meisterschaft. Also im Moment ist es offen, schließe ich nicht aus. Ja, aber es hat nichts damit zu, ob wir jetzt auf welchem Platz dass wir sind, sondern es geht einfach auch darum, jetzt werden wir auch wirklich noch intensiver die ganze Kaderplanung gehen. Oder? Es geht darum, dass wir nächste Saison die Mannschaft beieinander haben, so wie wir uns das vorstellen. Ich muss fragen, Milos, hättest du schon eine Idee, wo wir da gerade so noch etwas machen könnten, nachwürzen im Winter? Wir werden sicher eine Haufen Ideen haben, entwickeln. Ich bin sicher, jetzt im Prozess erst reinzukommen, mich installieren. Das braucht ein bisschen seine Zeit und dann werden wir sehen, was wir im Winter werden machen. Der Stefan Ramming hat sich schon länger gemeldet. Vielleicht noch eine kleine Frage. Der Heinz Moser ist ja auch gegangen. Also Talentmanagement, wie tun wir das aufteilen oder ersetzen? Oder also er war nicht Talentmanager, er war eigentlich der Ausbildungschef, Leiter Entwicklung. Und da sind wir auch schon, ich kann es auch keinen Namen nennen, aber da haben wir jemanden, der dann wird zu uns neu dazustossen. Also wird das neu gesetzt, ist nicht jetzt, dass Sie das auch betreuen machen? Da gibt es eine Besetzung, ja. Aber die Verantwortung ist natürlich beim Sportchef. Ja, Matthias. Bevor wir über Wintertransfers reden, müssen wir vielleicht über den Trainer reden. Oder? Das könnte deine erste Aufgabe sein. Der hat offenbar gesagt, er verlängert den Vertrag nicht nächstes Sommer. Du musst da ziemlich bald zeigen, um mit ihm da Klarheit zu schaffen. Entweder verlängern oder halt. Ja, wir werden sicher sehr schnell zusammenkommen und miteinander schwätzen. Und dann aus diesen Gesprächen heraus werden wir dann sehen, was sich da ergibt. Gibt es da schon Anzeichen beim Trainer, Cillo? Nein, im Moment gibt es überhaupt keine Anzeichen. Es ist auch kein Thema, das wir mit ihm besprechen im Moment. Ja, wir sind einfach stolz und sehr zufrieden, wie er die Mannschaft jetzt in den letzten paar Monaten entwickelt hat. Und wir arbeiten sehr gerne mit ihm zusammen. Und eben, wie es der Milos gesagt hat, wir werden die Gespräche sicher führen. Aber im Moment ist es noch zu früh, um etwas zu sagen. Könnte man auch sagen, never change a winning team? Das ist kein schlechter Grundsatz, das ist schon so. Ja. Aber das Team besteht ja nicht nur aus 11 oder 12, sondern mehr oder weniger aus Profimannschaft aus 30 Leuten. Oder? Tobias Matsch. Ja, Milos, meine Frage an dich ist so, was bleibt dir der FCZ persönlich? So, bist du ein FCZ-Bub oder was bewegt dich jetzt dazu, beim FCZ einsteigen? Ja, auf jeden Fall. Da gibt es eine Vergangenheit. Ich bin als kleiner Junior, also Pampers damals noch, das erste Pampers-Turnier, habe ich immer noch den Pokal daheim. Ist natürlich etwas Spezielles für mich. Es ist meine Stadt, ich kenne da jedes Quartier, jede Ecke von dieser Stadt. Natürlich, es hat mich sicher berührt, wo der Cillo mir angerufen hat. Aber ansonsten muss ich sagen, wir müssen das auch professionell alles machen und analysieren. Man darf die Emotionen nicht zu tief mitnehmen. Es ist ein emotionaler Sport, aber ich glaube, sehr wichtig eben in dieser Position, dass du immer einen kühlen Kopf bewahrst, gut analysieren, strukturieren. Das sind Sachen, die mir gefallen. Das sind Sachen, die ich sehr gerne mache. Und darum habe ich jetzt den Job angenommen. Aber eben, was ich einleitend gesagt habe, seine Fußballerkarriere hat im FC Zürich angefangen, in der FCZ Academy. Genau. Matthias? Ja, ich
Wir hättest du dann auch genommen, dass bei GC gestartet wird? Ja, das ist für mich kein Problem. Was ist das für eine Verletzung, die du gehabt hast? Was hast du müssen aufhören mit 26? Ja, das ist in Holland passiert. Ich habe das Sündenmoseband gerissen. Und das ist dann wirklich bis heute eigentlich nicht mehr richtig gut verheilt, weil man hat leider eine Fehlanalyse gemacht hat, dass das ein Bänderriss war und das behandelt man eigentlich extrem, also total anders. Das tut man kräftigen, man tut Waden kräftigen, belasten und Syndesmoseband in dem Moment, wenn das riss, darfst du eigentlich die Waden nicht belasten. Das habe ich aber 2 Monate gemacht und das ist dann leider auch nicht mehr gut gekommen. Ja, Sil. Milos, mit all deiner Erfahrung im Fußballbusiness, was hat dich jetzt in den 3 Monaten am meisten überrascht, wo jetzt den detaillierten Einblick hast im Club selber? Ja, am meisten eigentlich, dass man mit dem Cillo und mit den Helianen sehr transparent reden kann und dass sie eigentlich als Team funktionieren wollen. Das hat mir sehr gefallen. Das habe ich so nicht wirklich wahrgenommen aus der Distanz. Wir haben es sehr gut gekannt, wir haben Sachen zusammen gemacht, Transfers und so, aber das hat mir sicher das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und so, also, das kommt jetzt nicht ganz überraschend, aber weißt du, so irgendetwas, oder, ja, irgendetwas Neues von der Dimension her? Oder, ja. Ja, ich kenne den Club. Also, ich hatte da immer schon Spieler gehabt, auch im Nachwuchs. Also, ich habe sehr viel Informationen über jeden Verein in der Super League. Das überrascht mich eigentlich wenig. Er wollte etwas Negatives hören. Aha, ja, okay. Ja, nicht, also sonst eigentlich nichts wirklich jetzt Auffälliges. Der Rasen hier oben ist nicht schlecht. Ja, das müssen wir eben anschauen, ob die Plätze gut sind, gell? Herr Gino, der Milo fährt ein bisschen reisen. Was wollte er gehen? Reisen, wie ins Ausland gehen. Hat es ein Kessel für ihn? Also, ich hoffe ja, dass wir wieder irgendwann im Europacup sind, oder? Und da gibt es sicher genug Möglichkeiten zum Reisen. Nein, aber im Ernst, Scouting zum Beispiel, eben neue Spieler holen, die musst du können beobachten, da musst du können vor Ort sein und das ist sicher mit Reisen verbunden. Aber ich meine, was der Milos vielleicht auch nicht gesagt hat, und das kenne ich mir aus eigener Erfahrung, irgendwann hast du das Fliegen gesehen. Flughafen hast du irgendwann auch mal gesehen. Oder? Also von dort her können irgendwie an einem Ort mehr oder weniger können arbeiten, mit der Möglichkeit, um dich zu bewegen. Das ist dann auch mal eine gute, positive Abwechslung. Aber ja, wir haben kein spezielles Reisekessel, aber ja, es wird sicher Möglichkeiten geben, dass der Milos weiterhin da im Zug umeinanderkommt, Fischertal von Prächtigen. In Wiel. Ja, Milos, mich nimmt wunder, wirst du ein geduldiger Sportchef sein? Oder wie hättest du zum Beispiel in Basel reagiert, wenn der Saison startet? Muss man ja fragen. Ich denke, der Prozess fängt schon viel früher an. Es liegt nicht in meiner Verantwortung, jetzt über andere Clubs zu reden. Ich kann nichts anderes erwarten als die anderen. Ja, sorry, aber da muss ich auch wieder professionell bleiben. Ich glaube, wir müssen da jetzt schauen, was können wir optimieren, wo können wir uns weiterentwickeln. Und es ist sicher gut, Ruhe zu bewahren. Absolut. Und sicher gut, mal darüber zu schlafen, bevor man einen Entscheid trifft. Das ist sicher so. Matthias? Du hast gesagt, es war immer so ein Traum bei dir, mal Sportchef zu sein. Kannst du erklären, wann ist das aufgekommen? Ist das direkt, wo du Spielerkarriere hast, musst du aufgeben quasi? Ist das naheliegendste Jahr halt eine andere Funktion immer vor einem Mal? Oder ist das erst im Laufe der Beraterkarriere so aufgekommen, der Wunsch? Es ist wirklich im Verlauf der Beraterkarriere ist das aufgekommen, indem ich gemerkt habe, dass ich eigentlich nicht wie ein typischer Vermittler funktioniere. Ich habe jenste Sachen entwickelt in unserer Agentur mit Applikationen, mit Systemen, Tools, mit welchen wir geschafft haben, gewisse Prozesse intern, wo tut man Sachen ablegen. Das hat mir extrem Spass gemacht. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Gespräche mit den Sportchefen, die ich geführt habe, dass die tiefgründiger gewesen sind und nicht nur über die Spieler, über 2, 3 Transfers. Und das hat mir sehr gefallen und das hat mich immer interessiert. Und, darum auch der Schritt, ja. Also nicht ein typischer Vermittler heisst, nicht aus
unter allen Umständen spielen, A nach B bringen und dann von C nach D. Absolut. Ich glaube, dass die mich kennen aus dem Geschäft, aus dem Tagesgeschäft, Club, die Verantwortlichen, national, international, die wissen, dass ich so ticke. Ich glaube, dort habe ich auch einen gewissen Respekt auch verdient dann, über all die Jahre. Unter anderem auch von euch. Ja, es ist am Schluss eben ein Zusammenschaffen. Und das ist sicher auch etwas, wo in dieser Konstellation ist auch vielleicht ein Vorteil kann sein für den FCZ, dass ich die andere Seite natürlich kenne. Ich weiß sofort, wenn ein Berater auf mich zukommt, was er denkt, was er vorhat, wie er sich vorbereitet hat, werden wir dann sehen. Aber die Vorbereitung wird sicher sehr wichtig sein. Und es ist ein Zusammenarbeiten mit den Agenten. Wir haben doch ein bisschen die Mentalität in der Schweiz, dass die Agenten immer so ein negatives Image bekommen haben. Wenn etwas nicht gut ist, dann sind es immer die Berater. Ich glaube, da muss man sich zuerst selber an die Nase packen als Club und dann seine Aufgaben wirklich sauber auch erledigen, bevor man anderen die Schuld zuschiebt. Aber der Umgang mit den Agenten, der wird für mich sicher sehr interessant sein. Die wichtigste Frage natürlich beim FCZ, wie kommst du mit den Hunden aus? Bis anhin sehr gut, also sie haben mich akzeptiert. Ist das so, Gino? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Lustigerweise, es ist wirklich von Beginn an weg ein Herz und eine Seele. Aber es ist ein Argument, oder? Das muss man sagen. Es ist ein Argument. Es ist, wie soll ich sagen, ein Hund hat ja irgendwo eine gute Nase für Charakteranalysen, oder? Das ist schon ein bisschen so, ja. Nein, es ist Prüfung bestanden, danke. Nein, was ich auch noch will, ergänzen wollte, Agent, also wie in jedem Beruf gibt es gute, seriöse und weniger gute und weniger seriöse, was natürlich bei ihm wirklich außerordentlich ist. Und das weiß man vielleicht gar nicht. Er ist teilweise mit Spielern auf dem Platz, geht Zusatz- und Spezialtraining machen. Und zwar mit Nationalspielern. Es gibt auch Nationalspieler, die ihm angerufen haben, nach einem Länderspiel. Er hat los, ich brauche noch ein bisschen Zusatztraining, ich muss dies und das noch ein bisschen verbessern. Können wir abmachen. Also, ich kenne nicht viel oder überhaupt keinen Berater, die Spieler eben auch noch so wirklich vor Ort auf dem Rasen probiert zu entwickeln und betreuen. Das ist hohe Schule. Wahrscheinlich mit dem Trainer absprechen, jetzt davor, dass sie rausgehen und ganz speziell. Ja, da muss ich den Bo fragen. Richtig. Also, was ist gegangen, trotzdem bis mal rausgegangen? Ja, also es ist ja nicht so, dass ich nicht mehr laufen kann. Ich kann amateurhaft oder hobbymäßig kann ich mich immer noch bewegen. Ich muss MMM, ja, das wird dann wieder spannend. Es ist einfach so, dass ich das professionell nicht mehr weiterführen kann. Und ich kann auch heute nicht wirklich nur joggen, das ist wirklich mühsam. Fußball geht noch, ist ein Stop and Go, aber das Joggen allein ist schwierig für mich. Ja. Wenn der Gino so ein Nähkästchen plaudert mit welchen Spielern, hast du das gemacht, wenn du schon noch von Nationalspielerin? Nein, ja, da musst du jetzt nicht sagen. Da kann ich viel Namen aufzählen. Grundsätzlich war es mehr der Gedanke, ich bin ja kein Trainer für die Spieler oder ein Individualtrainer. Es ist mehr darum gegangen, es gibt Sachen, die wir gesehen haben in der Videoanalyse mit dem Spieler. Und dann hat der Spieler auch gedacht, okay, komm, kannst du mir das vielleicht mal zeigen, was du mir erzählst. Und dann hat sich das so entwickelt. Es gibt einige Spieler, die sind 9er Stürmer. Wenn man mit dem Rücken zum Goal den Ball nicht halten kann, dann finde ich, ja, ist Wahrheit. Dann finde ich, kann das kompliziert werden für die Karriere. Und so kleine Details, oder? Und das ist dann nicht irgendwo, wo man dann Konditionstraining geleitet hat, sondern einfach wirklich Details zeigen, ein paar Minuten und dann hat sich das schon erledigt. Ja, Tobias Lotsch, Wie bei anderen Personalentscheidungen, dass man jemanden holt, der kompetent ist, der erfahren ist, der integer ist, der loyal ist. Um das geht es. Es geht nicht darum, welche politische Partei und was weiß ich alles. Also ich denke, es gibt in der Schweiz teilweise, ich muss jetzt aufpassen, was ich wieder sage, weniger Probleme,
wenn man so Positionen, egal wo, nach Qualität, nach Kompetenz würde ich machen und nicht einfach nach Parteizugehörigkeit. Das ist mal das eine. Und das andere ist, der Luca Macchi hat eben den grossen Vorteil, dass er in dem Dreieck Fan, Behörde, Politik integriert ist. Also er hat das Netzwerk zu diesen drei Bereichen. Und wenn wir die Sicherheitsthemen lösen wollen, dann brauchen wir jemanden, der in all diesen drei Bereichen weiss, wie umzugehen. Oder? Und von dort her verstehe ich die Kritik. Also ich habe heute in der NZZ auch gelesen, dass der eine oder andere sich kritisch äußert. Aber ich denke, wenn die Leute vielleicht mal ein bisschen mehr nachhirnen würden, um was es da geht, und bevor dass sie so irgendetwas rauslösen, würden sie vielleicht sagen, ja, das ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Entscheid. Also wir sind 100% überzeugt davon, dass wir mit dem Luca eine gute Person haben können engagieren für diesen sehr schwierigen Job. Aber der Luca Macchi ist jetzt nicht das Thema von dieser Pressekonferenz. Nein, aber das ist kein Problem. Gino, wie überrascht bist du eigentlich selber von dem Saisonstart? Also, was heisst überrascht? Ich meine, man hofft sich ja immer, dass man gut zu den Löchern rauskommt. Das ist ja klar, weil ich weiss, was das für eine positive Dynamik kann auslösen kann. Also, wenn ich höre, auch Helial, der im Trainingslager dabei war, der gesagt hat, dass er extrem gut geschafft wurde, wirklich sehr gut geschafft wurde. Und dann die Mannschaft ist mehr oder weniger beieinander geblieben. Auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft, wie man auch vom Captain bestätigt, es war noch nie so gut gewesen wie jetzt. Das sind dann alles alle Elemente, die förderlich sind, dass man mal einen guten Start hat. Oder? Klar hätte ich unterschrieben, wenn man mir gesagt hätte, 9 Match, 18 Punkte, dann hätte ich gesagt, ja, das ist nicht schlecht, das unterschreibe ich. Oder? Aber nochmal auch da, bleiben wir auf dem Boden, Momentaufnahme, es geht noch ein paar Monate und das Ziel bleibt immer noch, die ersten 6. Es sind 19 Punkte. Was habe ich gesagt? 8. Oh. 15, ja. Sorry, ja. Danke. Das ist wie in der Familie, wo wir auch. Ja. Ja, Chilo, jetzt ist mir eine Situation, die man schon ein bisschen kennt, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren haben wir das noch nicht so gekannt. Inwiefern macht man Sachen anders oder handhabt es eben gleich wie vor 2 Jahren, wo man ähnlich gut unterwegs war? Also nochmal der Vergleich von 2 Jahren, der stellt sich bei uns überhaupt nicht. Oder? Mir ist es eher der Vergleich vor 12 Monaten, oder, wo wir wirklich schlecht zu den Löchern rausgekommen sind. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir das verbessern. Und dass wir jetzt gut rausgekommen sind, ja, das ist Verdienst vom Trainer, von der Mannschaft, vom Trainerstab. Und jetzt haben wir einen neuen Sportchef, der sicher die Aufgabe hat, den positiven Move weiter zu tragen und eben auch mittelfristig einfach gewisse Nachhaltigkeit einzubringen. Aber also ich bin jetzt nicht am Fliegen und so weiter, bin jetzt lange dabei. Also bin ich zufrieden und glücklich, dass wir im Moment so weit der Augenblick ist, läuft für uns. Das ist schon so, ja. Ich meine, vor 2 Jahren war es ja auch ähnlich gewesen. Es ist mehr so in dem Innen, vielleicht wo man da ein bisschen nur mal anders agiert, um das irgendwie ähnlich handhabt. Also parallel ist, dass wir vielleicht einen Trainer haben, der sehr gut mit der Mannschaft Kontakt findet, wo bilaterale Gespräche suchen tut, wo auch sehr emotional ist und Temperament einbringen tut. Also das ist einfach parallel, was wir eben vor einem Jahr vielleicht weniger gehabt haben, oder? Und auch, glaube ich, vor 2 Jahren haben wir auch die Mannschaft mehr oder weniger beieinander gehabt. Wir haben nicht da 10 geholt und 10 verkauft, sondern mehr oder weniger stabil und einfach ad hoc punktuell den einen oder anderen Spieler geholt. Letzte Frage von mir. Herr Sander ist ja zurückgekommen, Videoanalyst. Inwiefern hat er da vielleicht auch ein Stück weit auch, ist er da auch beteiligt an dem Erfolg? Ja, der Fabian ist erst seit etwa 2 Wochen wieder bei uns im Amt. Also ich glaube, die ersten paar Matches, das ist auch ohne Fabian gelaufen. Aber nein, wir sind sehr, sehr froh, dass der Fabian wieder zurückgekommen ist. Ein hervorragender Videoanalyst, Spielanalyst und ist eine grosse Hilfe für den Bau, absolut. Gut, dann
Danke euch vielmals fürs Erscheinen. Einzelinterviews machen wir, wie gesagt, jetzt noch mit SRF und mit Blue. Und allen anderen einen schönen Nachmittag.